lieben Kinderchen der guten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei Orphans. Tja, Henry Fortens wird jetzt zu Rate gezogen, denn hier stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Das Waisenhaus ist verhext und es ist ein Hexenhaus. Nein, also gucken wir mal. So, guck mal, wie schön das Bild hier, das Hintergrundbild aussieht. Ich finde das total geil irgendwie, ne? Das macht irgendwie richtig Stil, ne? So, hallo Herr Fortens, ich benötige dringend Ihre Hilfe. Es geht um das Waisenhaus, über das Sie ein Buch schreiben. Meine Freunde sind dort und ich fürchte, sie sind in ernsthafter Gefahr. Bitte melden Sie sich schnellstmöglich zurück, wenn Sie diese Nachricht erhalten. Sehr gut. Auftrag erfüllt. Ne? Fonzi ist informiert. Jetzt kann das ja noch alles gut ausgehen. Oh. Hallo, Sie haben gerade meinen Vater angeschrieben. Sie werden sich sicher wundern, wieso ich mich über sein Handy melde. Ja. Ich fürchte, mein Vater könnte ebenfalls in großer Gefahr sein. Furchtbare Sorgen. Bitte warten Sie einen Moment. Ich melde mich von zu Hause und werde Ihnen alles erklären. Alles klar. Erreichen links zum Zecken. Scheiße, warum muss ich wieder hacken? Das geht doch nicht. In der Meinung, wir sollten uns das mal vielleicht mal anhören, was wir da eigentlich überhaupt alles freimachen. Die Videos und so und alles. Haben wir es uns schon alles angeguckt? Wie ich es Ihnen doch sage. Ja, ich glaube ja. In diesem Haus. In diesem verdammten Waisenhaus geschehen Dinge. Unheimliche Dinge. Da war dieses Mädchen. Stand da an einem der Fenster. Stand einfach nur da und sah mich an. Starrte mich förmlich mit diesen eiskalten, toten Augen an. Dann waren da überall diese Stimmen. Ich schwöre, dieser Ort ist verflucht. Und dann noch der Junge, der sich dort angeblich umgebracht haben soll. Nein, das war kein Selbstmord. Die Geister haben den armen Jungen in den Tod getrieben. Ja. Tagebuch. Während meiner Recherchen über die Vergangenheit dieses Waisenhauses war. Hat der was schon mal gehabt, glaube ich, ne? Liebe Leser, ich zitiere die Aufzeichnungen aus dem Tagebuch von Elisabeth Braun. Hatten wir auch gehabt? Unheimliche Stille umgibt diesen Ort. Selbst die Vögel scheinen dies zu spüren. Und mit dem Verstummen ihrer Melodien legte sich ein dichter Nebel bleiern über das Gelände. Schon seit Tagen suchen die Strahlen der Sonne vergebens seinen Weg, das Gebäude mit ihrem himmlischen Licht zu erstrahlen, seine kalten Mauern zu wärmen. Und so liegt dieser Ort, der einst ein Ort der Zuflucht, der Geborgenheit und der Hoffnung war, wie ein kaltes, nasses Grab in diesem schweren, durchdringlichen Nebel und scheint im unausweichlichen Verfall preisgegeben zu sein. Oft liege ich des Nachts wach, lausche dem Pfeifen des eisigen Windes und höre das gelegentliche Wimmern eines der Kinder, das von den Wänden der Korridore hallt und diese lähmende Ruhe durchdringt. Und wenn mich dann doch der Schlaf ereilt, plagen mich Albträume von dämonischen Kreaturen, von Sünde und Unzucht. Unzucht? Wenn ich des Morgens dann vom Schweiß durchnässt erwache, sehe ich mich erneut der Hoffnungslosigkeit und Kälte dieses Ortes ausgeliefert. Okay. Das war jetzt Tagebuch 3. Jetzt haben wir hier Verhör. Sie haben wirklich keine Idee, warum Ihr Sohn sich das angetan hat? Hatte er vielleicht Probleme in der Schule? Wurde er gemobbt? Streit mit der Freundin? Drogenprobleme? Gab es vielleicht irgendwelche Probleme zu Hause? Nein, mein Sohn hätte sich das niemals angetan. Er war ein guter Junge. Natürlich. Er hatte seine Probleme, wie jeder Teenager in seinem Alter. Aber er hätte sich niemals... Aber die Obduktion hat ein Fremdverschulden eindeutig ausgeschlossen. Es sieht alles danach aus, als hätte Ihr Sohn sich die Verletzungen selbst zugefügt. Nein, das müssen Sie mir glauben. Und er wäre auch niemals in dieses verdammte Haus gegangen. Sie meinen das alte Waisenhaus, in dem man seine Leiche gefunden hat? Ja. Welches denn sonst? Er hatte Angst vor diesem Haus. Er hatte panische Angst davor. Angst? Wieso hatte er Angst? Wovor? Na, wegen dem Spuk. Sie haben doch sicher auch davon gehört. Ja, ich hörte von diesen Gerüchten. Mein Sohn war überzeugt, dass diese Gerüchte wahr sind. Wie viel... Sorry, ich kann mir das nicht leider anhören gerade. Es ist,
Es ist so, als würde man auf D-Max, nicht auf D-Max, nicht auf, was gab es denn, Tele 5, als würde man sich damals so eine dieser B-Movies reinziehen irgendwie gerade. Das ist, ich will dazu nichts sagen. Ich kann es mir aber gerade nicht anhören. Die meisten der Kinder wirken inzwischen fast apathisch. Stoisch verrichten sie die ihnen zugetragenen Aufgaben und nichts scheint sie mehr zu erheitern. Eines der Mädchen musste zuletzt auf der Krankenstation behandelt werden, weil es sich mit einer Glasscherbe tiefe Schnitte zugefügt hatte. Ein anderes verweigert seit Tagen die Nahrungsaufnahme und wieder ein anderes musste gezüchtigt werden, das während der Abendandacht auf dem Boden der Kapelle urinierte und gotteslästerliche Dinge von sich gab. Natursex! Abgrundtief Böses umgibt uns. Die meiste Zeit verbringe ich inzwischen in meiner Kammer, versunken im Gebet, auf dass der Allmächtige mich erhöre und Erlösung bringe. Wäre es nicht meine heilige Pflicht, meinen Schutzbefohlenen Sicherheit und Geborgenheit angedeihen zu lassen, ich würde fliehen von diesem schrecklichen Ort. Doch so bleibe ich und werde mein Möglichstes tun, um meinem kirchlichen Auftrag gerecht zu werden und den göttlichen Frieden wiederherzustellen, welcher diesen unheimlichen Mächten gewichen ist. Ich muss sagen, diese Stimme ist schon ziemlich geil, ne? Die finde ich richtig gut gemacht. Was ich total schrecklich fand, war gerade das Verhör. Das klang echt so wie so ein B-Movie. Da muss ich sagen, sorry, aber ich mag ja auch nicht die geilste Stimme haben und so. Aber das war so, als hätte ich mir jetzt irgendwie, wie gesagt, auf Tele 5 irgendwie Bone Eaters reingezogen oder so. Und das war irgendwie, ja, sorry. Normalerweise steht es mir nicht zu, darüber zu urteilen, aber das ist manchmal so schrecklich, den anzuhören. Tut mir leid, wenn ich da so bin, aber so bin ich halt. So. Bin gespannt, ob ich was aus dem rauskriegen kann. So. Ich habe Fons angeschrieben. Selber spreche ich nicht besser. Aber ich habe, ja. Aber die Aufnahmen sind auch so fürchterlich denn, ne? Und? Hat er etwas schon geantwortet? Ja, das war seine Tochter. Nein, seine Tochter hat gerade angerufen. Seine Tochter? Strange. Ja, sie rief an von seinem Handy. Wollte sich gleich bei mir melden. Da ist sie ja schon. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre sie schon. Leute, Tammy! Sie ist weg! Wetten? Sie ist wach! Na, das ist ja schon mal was Gutes. Fängt auch mit W an. Aber... Sie ist weg! Aber was? Was ist los, Mika? Komm! Rede mal! Alter! Funkloch. Irgendwas ist mit ihren Augen! Verdammt! Was ist nur mit ihren Augen? Ich mach mal ein Foto von. Und sie redet wirres Zeug. Das tue ich auch jeden Tag. Sie macht mir gerade echt Angst. Ja. Mika, jetzt immer mit der Ruhe. Was sagt sie, Mika? Was ist denn jetzt mit ihren Augen? Keine Ahnung, ihre Pupillen sind auf einmal so dunkel. Ja, fast schwarz. Und sie kratzt sich ganz fürchterlich. Ja, ich auch. Jucken, lecker. Ihre Arme sind schon ganz wund. Oh Gott, jetzt fängt sie noch an, so unheimlich zu kichern. Eieiei. Oh, das Spaß. Das ist jetzt Spaß, ne? Lachen ist immer gesund. Siehst du? Das ist überhaupt nicht mehr Tammy. Es ist, als wäre sie... Tammy. Besessen, verflucht, als wäre sie was, Mika? Was? Komm raus mit der Sprache. Als wäre sie jemand ganz anderes. Oh Gott. Erst die Autos und jetzt Tammy.
Ihre Stimme, sie ist so anders. Und sie sagt immer das Gleiche. Immer und immer wieder. Ihr werdet alle sterben. Ihr werdet alle sterben. Auch du und du. Oh mein Gott, ihr müsst sie schnell von dort wegbringen. Cam, Treppenhaus 2. Bewegung registriert. Signalstörung. Schade, ich hätte gern gesehen, was da los ist. Ach, ne. Die Wand ist transparent, dahinter geht jemand durch. Ihr werdet alle sterben. Entschuldigung. Oh. Ich habe auch eine Signalstörung. Oh. Ihr werdet alle sterben. Entschuldigung. Ich versuche das ja so einigermaßen authentisch zu bringen. What the fuck? Das kann jetzt nicht wahr sein. Oh mein Gott, die Kameras. Nachricht konnte nicht gesendet werden. Leute, was mache ich denn jetzt? Weglaufen. Dami, ich, tschüss. Oh. Ihr werdet alle sterben. Redet mit mir. Versuchen Sie zu beruhigen. Achso, rede mit ihr. Nicht mit mir. Das sind die Schritte, Geisterschritte. Ich glaube, sie hört mich nicht mal. Das ist unheimlich. Mika, versuch ruhig zu bleiben. Die Autotür. Ich krieg die verdammte Tür nicht auf. Verdammt, jetzt habe ich mich auch noch geschnitten. Die Kanten sind messerscharf. Ich glaube, die Autotüren ist erstmal unwichtiger. Na, die Karten so, ne? Das, was da gerade passiert, ist ziemlich unheimlich. Ich komme nicht an die Karten. Vergiss die Landkarten. Wir müssen Tani sofort ein Krankenhaus bringen. Ja, mit kaputten Autos. Jared, wo bist du? Wolltest du nicht schon längst bei Sandy sein? Ich weiß es doch selbst nicht, verdammt. Und Leon, was ist mit dir? Wenn du das hier liest, melde dich sofort bitte, ne? Bumm. Anni, hi. Oh nicht, das können wir jetzt nicht gebrauchen. Hey, Tom G. Immer so diese Momente, das schaffen die Entwickler ganz gut immer, ne? In diesem Moment, wo du gerade richtig Spannung aufbauen sollst, bams, kommt irgendwas anderes. Entwarnung, Baloo geht schon besser. Wollte mich ganz kurz nach dem Stand der Dinge erkundigen. Ja, alles super, Tutti. Alles da? Alles kleine Geisterfront? Ja. Du solltest da mal hinfahren. Ja, alles gut. Kein Grund zu sorgen, sich Sorgen zu machen. Sorry, das ist gerade nicht der, das ist gerade ein schlechter Zeitpunkt. Anni, irgendwas Unheimliches geht dort vor sich. Hol die mal ab, alle. Wieso, was ist los? Ich glaube, Mika und die anderen sind in großer Gefahr. Was? Wieso? Geister. Was ist da los, Tom G? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Dieses Waisenhaus. Etwas an diesem Ort. Etwas an diesem Ort. Wovon redest du? Du wirst mich verfolgt halten, aber... Da passieren unheimliche Dinge. Netter Versuch, Tom G. Was? Jetzt hältst du mich schon. Jetzt hättest du mich fast gehabt. Du musst da hinfahren. Bitte, du musst mir glauben. Nein, ich meine das ernst, Anni. Ja, ja. Du alter Charmeur. Tom G, hör damit. Das ist alles andere als lustig. Ist es ja auch wirklich nicht. Ich sag dir weit. Ich schwöre, das ist kein Scherz. Verschlechtert. Hä?
Alter, die braucht Hilfe. Warum verschlechtert sich das denn? Jetzt blockiert sie mich und so einen Scheiß. Weißt du, ich habe ja echt gedacht, du bist nett. Aber nein, ich habe mich getäuscht. Mehr noch, ich dachte wirklich, da könnte etwas entstehen. Aber du flirtest mit mir rum und machst dir dann einen Spaß daraus, dass ich mich um Mika sorge? Das ist kein Spaß. Sorry, dann habe ich mich wohl irgendwie in dir getäuscht. Leb wohl. Und ich habe irgendwie geglaubt, du wärst anders. Vielleicht dürfen wir auch mal was sagen. So kann man sich ehren. Hallo, sag doch auch mal was. Weißt du was? Nee. Sag Mika einfach, dass sie sich schnellstmöglich bei mir melden soll. Alter. Dass wir da nicht mal zwischengrätschen, ne? Das ist total ätzend. Warum grätschen wir nicht mal zwischen und sagen, hey, wir lassen das einfach so auf uns einprasseln, einfach so. Wie dumm. Wirklich schade. Ich hatte das Gefühl, wir verstehen uns. Fick dich ins Knie. Tammy, sie ist verschwunden. Wie jetzt? Wie konnte das passieren? Vielleicht jetzt nochmal mit den Kameras irgendwie schreiben. Nee, die Kameras spacken rum. Sag bitte, dass das nicht wahr ist, Mika. Wie zur Hölle konntest du sie einfach wie konnte sie verschwinden? Du warst vorbei, ja, was hast du gemacht? Ich weiß es doch auch nicht. Sie war plötzlich wieder weggetreten. Ich habe sie nur ganz kurz aus dem Auge gelassen und die wichtigsten Sachen zusammengepackt. Und plötzlich, schwupp, war sie weg. Mika, verdammt! Wo könnte sie hingegangen sein? Du hättest sie nicht alleine lassen sollen. Was machen wir jetzt? Nein, komm, wir machen jetzt Mika keine Vorwürfe. Ich weiß es doch auch nicht. Wir müssen sie finden. Was ist eigentlich mit Leon? Ich will hier weg, verdammt nochmal. Wo bleibt er denn? Der Trottel. Er war zuletzt irgendwo im Keller. Keine Zeit dafür. Was? Erzähl schon, Tomji, was ist passiert? Ne? Tammy ist krank und irrt irgendwo durch dieses verfluchte Gebäude. Jerick hat recht. Wir werden sie suchen. Alleine? Bist du verrückt, Mika? Ja, gibt Geister, gibt es nicht. Ich komme jetzt sofort zurück. Dann gehen wir zusammen durchsuchen. Passt auf euch auf. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist, Sandy. Sandy, das dauert doch alles viel zu lange, bis du da bist. Ihr solltet alle zusammenbleiben. Halte ich für eine sehr, sehr gerissene Idee. Tomji hat recht. Keine Alleingänge mehr. Wir dürfen uns nicht mehr trennen. Musst du gerade sagen? Ich hab's doch kapiert, Mika. Also, treff uns alle im Speisesaal. Ich beeil mich. In Ordnung, ich warte. Amber. Hallo. Ich hoffe, Sie haben Informationen über den Verbleib meines Vaters. Hallo, Frau Fons. Wieso, was ist mit Ihrem Vater? Mein Vater ist seit einigen Tagen spurlos verschwunden. Ich habe Ihre Nachricht gesehen, weil er sein Handy zurückgelassen hat. Wir machen uns wirklich große Sorgen. Er verlässt das Haus normalerweise nie ohne sein Handy. Und er würde auch nie mehrere Tage wegbleiben, ohne uns zu informieren. Was geht da bloß vor sich? Okay. Ich wollte mal ganz kurz Amber nochmal. Beziehungsstatus 50.
Der hat einen Chihuahua und die Ohren kopiert? Nee, das kann ich nicht haben, sowas. Da bin ich raus. Sorry. Tschüss. Sowas kann ich auf dem Tod nicht ausstehen, sowas. Sandy, Jerick, wo seid ihr? Bitte beeilt euch. Ich habe Angst. Nee, sowas finde ich echt scheiße. Ich bin absolut dagegen. Bin absolut gegen so etwas. Mika. Mika, ich bin gleich da. Irgendwas von Tammy? Nein, nichts. Was ist denn mit dir? Ich bin auch unterwegs. Komm so schnell es geht. Bitte mach schnell, Jerry. Ich mache mir langsam echt Sorgen um Leon. Ja, verdammt, ich beeile mich doch. Er ist immer noch offline. Hoffentlich ist in Ordnung. Da muss irgendwas passiert sein. Er wird schon wieder auftauchen. Aber was ist, wenn nicht? Du musst jetzt die Nerven bewahren, Mika. Jetzt mal bitte nicht den Teufel an die Wand malen, Mika. Die Sache mit Tamara ist schon irgendwie schlimm genug. Wir werden die beiden finden und dann hauen wir hier ab. So einfach wird es aber nicht. Samu ist online. Hey Leute! Fuck! Samu, wo seid ihr? Wir hätten niemals hierher kommen sollen! Wenn ich das mal so genau wüsste. Ganz beschissenes Timing, Samuel. Laut Navi sind wir schon gefühlt 10-mal an dem Waisenhaus vorbeigefahren. Aber keine Ahnung, wir finden es einfach nicht. Samu, wir kennen uns noch nicht, aber... Ja, aber was? Ach, wir warten jetzt mal die Antwort an. Ach, moin Tom G. Ina hat mir schon von dir erzählt. Sehr gut. Was denn jetzt mit diesem Aber? Cambo Track 2, Bewegung registriert. Ach du Scheiße. Ah, okay. Timmys Mutter! Leute, Tammy! Hä? Was ist denn mit dir? Achso, was ist mit dir? Sie ist im Betrotrakt 2. Die Musik wird auf einmal so hektisch auch mit dem... Ist ja ein netter Empfang hier. Nicht jetzt, Samu. Hat irgendwer von euch den Chatverlauf schon gelöscht? Was? Tammy steht vor der Kamera. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schwarze Augen und so. Okay, ich gehe sie holen. Komm mit, mein Kind. Ist irgendwas mit Tammy? Ich check das nicht, Junge. Beeil dich. Egal, das stimmt mit dir nicht. Kann mir vielleicht jemand vertellen, was hier abgeht? Cam, Mika, Verbindung hergestellt. Wuhuhu, bah. Jetzt aber eilig. Als hätte sie einen vom Kopf gekriegt. Bam. Fuck, Mika. Das ist wie bei Paranormal Activity. Cam, Dachgeschoss, Bewegung registriert. Okay, das wird immer unheimlicher. Oh Gott, ein Schaukelpferd. Hui. Kriegt man schon eine kleine Gänsehaut, ne? Ja. Leute, was geht ab?
Cam Kinderzimmer. Der Teddy fallen lassen. Ja. Okay. Oh, Cam, Flur, erste Stockbewegung registriert. Mal gucken, was jetzt passiert. Schau da, schau da, schau da. Schön, Ruhe. Das erinnert mich gerade an Outlast so ein bisschen. Ich habe gerade ein ganz mieses Gefühl. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Star Wars Nummer 1 Zitat. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Cam, Eingangshalle, Bewegung registriert. Was geht da ab, Alter? Inazamo, du wurdest zur Gruppe hinzugefügt. Leute! Ich bin jetzt am Parkplatz. Sandy, sie hatte recht. Und da kriegen wir mal originale Fotos. Die Autos sind Schrott. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Sind sie noch da? Sorry, ich melde mich schnellstmöglich wieder bei Ihnen. Aber warum? Warum? Warum schneidet man den Hunden die Ohren ab? Bitte tun Sie das! Wäre es mir sehr, sehr wichtig! Chat. Warten für Chat. Neuer Kontakt wurde hinzugefügt. Ina ist nur online. Wicke, ficke, ficke. Was? Komische Kombi-Nachrichten an! Fuck! Was zur Hölle geht da vor sich, Tomji? Unsere Nachrichten in die Gruppe gehen alle nicht raus. Ich habe mein ganzer Chatverlauf ist gelöscht. Das weiß ich, das ist das verdammte Heil. Hört mir bitte zu, ihr dürft dort auf keinen Fall hinfahren. Oder Hilfe holen wäre natürlich auch eine Idee gewesen, ne? Ja, scheiße, habe ich so schnell unregistriert. Nachricht konnte nicht gesendet werden. Juhu! Hallo! Tomji! Ist das jetzt so eine Art Retourkutsche wegen dem Video? Samu, Ina, auch wenn ihr glaubt, ich spinne. Nein, das hat damit nichts zu tun. Oh Gott, was passiert hier nur? Das ging raus. Nein! Warum nicht? Ich kann nicht senden, Nachricht. Hallo, Bibi! Hallo, mein Schatz. Hallo, hallo, mein Baby. Hallo, mein Baby. Scheiße. Wie wollt ihr hier verarschen, wa? Also, wenn ihr uns verarscht. Das geht jetzt gar nicht. Cam, unbekannt. Bewegung, sachte, laute, sachte. Bewegung registriert. Alter. Oh, was ein Glück, jetzt ist das wieder zu Ende. Oh. Ende Episode 2. Wir arbeiten auf Hochton. Episode 2 ist bereits schon draußen. Wir müssen das nur noch downloaden, denke ich mal. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Meine Fresse, am Ende wurde es noch richtig hektisch und richtig. Wow. Ne? Also vielen Dank fürs Reinschalten. Ja, was ist das hier? Hui! Also, sorry, das mit den Ohren kopieren, da bin ich komplett raus, das mag ich gar nicht. Also, das finde ich echt total scheiße. Nochmal das irgendwie hinzuzufügen. Chihuahua muss man nicht die Ohren kopieren. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüssli Müsli.